Herzlich willkommen bei Sky Isolated. Ja, Special-Folge. Bauen und so, yeah. Ja, Folge 100. Ne? Ja, genau. Und gleich gibt's auch die Fresse. Also herzlich willkommen zur 100. Folge. Ja, genau. Moin. Wie geht's? Und zur 100. Folge haben wir uns natürlich was Besonderes einfallen lassen hier. Ne? Ja, wir schmeißen mit Schneebällen. Ja, das ist besonders spannend. Nicht nur Schneebälle schmeißen. Nein, wir haben sogar zwei Gäste hier auf unserem Server. Ja, wir haben es fertig gekriegt, zwei Gäste hier auf unserem Server zu bekommen. Das ist unglaublich. Wir sind so technikvisiert. Das ist der absolute Hammer. Und zwar den guten Tibran hier mit einer coolen Maske. Oh. Und Bauarbeiter-Outfit. Bauarbeiter-Outfit, ja, genau. Und dem Hero oder Creative Hero oder keine Ahnung. Hero ist euch schon. Ich finde, es sieht aus, als hätte Hero nur eine Unterhose an. Das ist auch Absicht. Das ist richtig schick, das ist heute in Mode. Das ist quasi ein Kompliment, ich fühle mich hier wie zu Hause. Okay, alles klar. Ja, der gute Notoka lässt sich entschuldigen, der ist ja leider krank, ja, hat so ein bisschen oben und unten Ausfluss unkontrolliert. Und deswegen, ja, ist er leider heute nicht dabei. Schade, aber gute Besserung, Notoka. Gute Besserung. So, was haben wir denn heute vor? Wollte ich dich gerade fragen. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall so ein bisschen was vorbereitet. Sieht ein bisschen aus wie bei Harry Potter, oder? Über die Laternen und so. Ja, die Laternen haben wir natürlich erstmal nur hier so hingeballert, damit hier nichts spawnt. Das ist klar, also das können wir natürlich abreißen wieder. Es hat geschneit. Ja, auf jeden Fall können wir uns theoretisch... Wir haben uns halt gedacht, zur 100. Folge können wir unsere mittlere Startinsel ein bisschen verschönern, vergrößern, wie auch immer. Und was haben hier extra... Was ist das denn? Ja, ist ja weiter. Ich bin nur so rumerforschen. Und haben hier diese Insel ein wenig erweitert, um uns ausleben zu können. So. Um unsere Triebe ausleben zu können. Genau. Ne, also wir können hier... Habt ihr denn irgendwie eine Idee, was wir jetzt hier mal machen können? Schön. Also ich hatte eine Idee und bisher kam keine andere, die das gestürzt hätte. Ich habe gedacht, ich baue euch oder wir bauen zusammen irgendwie so eine Art Tannenbaum und den könnt ihr dann zur rechten Zeit schmücken. Ja, okay. Das ist so cool. Ist ja bald soweit, ne? Dann lass uns doch mal... Ja, okay. Aber so ein Riesending, so ein richtig Riesending. Okay, ja, den müsst ihr ja von euren Inseln aus sehen können, ne? Oh, Tannenbaum. Das heißt, dann müssen wir den ja schon hier auf diese Seite bauen. Auf die rechte Seite, ne? Guck mal, da hinten sind nämlich wir. Jetzt kann ich es doch da. Jetzt sieht man unsere Insel. Mit den geilen Dschungelbäumen. Ja, oder? Wollen wir die hier irgendwo hinhauen? Und dann können wir ja vielleicht, schon sagen. Wenn wir drumrum Zeit noch? Haben, die andere Seite noch was machen. Und dann bin ich geflogen. Entschuldigung. Okay, vielleicht... Kinzi, kannst du uns ja mal ausstatten? Genau, Kinzi hat nämlich von Notoka hier Gottrechte bekommen, also OP-Rechte. Muss ich kommen, ich verbeuge er, mich. Er kotzt Holz. Ich kotze Holz, ja, das ist meine Superkraft als Gott. Irgendwie sammelt das keiner auf, oder? Nee, echt nicht? Also nicht, ich dass der Server aufsteht. Doch, ich hab nur 17. Oh. Einen. Was? Der Schneckball hat euch das ganze Inventar jetzt voll. 41 habe ich. Warte mal, ich mach mal ein paar Stacks. Hier. Da ist noch was. Juhu. Ja. Gut, sehr gut. Nehmen wir auch schon das unbearbeitete Holz dann, oder? Ja. Sieht doch viel besser aus dann, oder? Das ist ja sonst... ein Baum werden, ne? Wo bauen wir den? Hier. Ja, hier irgendwo in die Mitte, würde ich sagen. Ist doch Mitte. Aber dann so... groß. Ja, aber ja, das ist ein bisschen zu klein. Klein? Okay. Oh, das sieht ja scheiße aus jetzt. Toll, jetzt haben wir keine Axt. Ja, scheiße. Kennst du sie? Ja, ich bin gerade am Blätter basteln. Oh ja, ich habe gerade 464er. Wieso, die musst du doch gar nicht basteln. Nee. Die gibt es auch, ja. Ja, so breit Minimum, oder? Was wollte ich jetzt machen? Äxte. Axte. Würde ich auch sagen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen größer. Noch, oder? Also Tibran, du kannst auch hier überall irgendwo was anderes machen, ne? Du musst nicht, wenn du keinen Bock hast. So geht das natürlich auch, ja. Ach scheiße, war zu viel. So, alle warten auf Kindzipfel. Ey, wie wird nochmal Axt auf Englisch geschrieben?
AXE. Oh mein Gott. Und ich werde das jetzt nicht rausschneiden. Nee, ich schneide gar nichts. Jeder Fail wird gezeigt. Mann, ey, gibt's aber nicht. Am besten fand ich dein Fail mit dem Kobalt. Das hat mir am besten gefallen. Ah, nein, hör auf. Ah, lala. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Ach du, das hätte ich genauso sagen können. Ich habe so viel Äxte gemacht, das ist schon zu viel. Obwohl, ihr braucht vielleicht noch mehr. Iron nur, oh mein Gott. Ja, rein. Und die Laterne, also hast du zwei davon. Mann. Ja, komm. Und jetzt, wie machen wir das jetzt? Ich kann gar keinen Tannenbaum bauen. Ich kann ja auch. Da haben wir erstmal den Stamm, oder? Stecken wir uns alle nebeneinander nach oben. Gut. Dass ich meinen Timer nicht gestartet habe. Ja, ich habe ihn auch nicht gestartet. Ja, ich habe auf dich gehofft. Ja, wir rechnen mal so 5 Minuten drauf. Wie hoch ist eigentlich, wenn ich sterbe? Ach scheiße, wir kommen ja gar nicht runter, ne? Nee. Jetzt, ja, wir kommen gar nicht runter. Doch, runterspringen. Ja, genau, und dann sterben. Cool bauen. Ach verdammt, nein! Jetzt hab ich... Oh, ich bin schon gestorben. Oh, wartet mal, ihr seid Gäste, ihr braucht noch extra Leben. Das ist ja Hardcore-Mode hier. Als zwei hat man, ne? Glaube ich. Also geht mit euren Leben um? Ja, ich würde sagen, unsere Gäste kriegen Leben, oder? Ja, klar. Kinzipfel, gib mir bitte mal... Was gibst du mir am besten? Limestone. Gib mir mal ganz... Oder Erde. Genau, gib mir Erde. Ganz viel Erdblöcke, bitte. Ja, okay. Als Gerüst, ja. Genau. Bringt dir trotzdem nichts, wenn du von oben wieder runter musst. Natürlich bringt mir das was. Ja? Könnte ja hier irgendjemand hier so einen kleinen Wasserteich machen oder so. Ja, gute Idee, dann können wir runterspringen. Genau! Ja, hier brauche ich aber noch eine Axt. Nicht eine Axt. Ach, das ist viel zu groß, das brauchen wir. Okay, jetzt mache ich das groß, das hat er mir. Nein, ist ja auch egal. Ja, super, das kann aber Kinzi dann vielleicht füllen mit Wasser, weil, ist der erste schon wieder runtergefallen? Ich bin so ein bisschen gesprungen. Ah, eine Treppe. So, wir brauchen einen stylischen Pool, würde ich mal sagen. Ja. Hätte ich auch anders machen können, nicht? Ja, du kannst hier Wasser füllen schon, ne? Quasi. Ach, wo seid ihr denn? Ach, das hier, das um zu, oder was? Okay. Ja, du kannst da jetzt einfach Wasser reinhauen, oder nicht? Kann auch mal die Treppe benutzen. Da muss man aber gut zielen, ey. Reicht das nicht? Boah. Jetzt soll ich es noch größer machen? Na komm, bevor einer von euch daneben, ich reiß nochmal alles ab. Könnt ihr auch einfach so Wasser ohne Umzäunung, oder? Jetzt geht's nicht, jetzt. In der Zeit habe ich auch die Treppe gebaut. Wir bauen einfach nochmal. Wie hoch soll er denn werden, eigentlich? So? Naja, so hoch, dass man halt gut gucken kann. Das kann man von oben nicht so gut einschätzen, irgendwie. Hey, ich habe eine Idee, lass ein Baumhaus reinbauen. Keine Reaktion, ja, schlechte Idee, weiter. Da lebt dann der Weihnachtsmann drin, oder? Ja, genau. Der Cringe lebt da drin. Okay, wir machen so ein bisschen Brainstorming, ist eine gute Idee. Der Cringe lebt da drin. Also wenn ich jetzt springe und sterben sollte, sagen wir mal, ja? Ja, warte. Muss das stehen? Ist dann Game Over, oder? Weiß ich mal, nicht. Ich baue, wir können hier... Nee, muss es nicht. Ey! Wir können hier gleich die Dings... Ich würde auch gerne mal testen. Achtung, ich springe jetzt. Achtung. Woo! Perfekt. Ich hab Angst. War knapp. Komm, ich vergrößere das schon für euch. Ja, die Treppe ist nichts für Schneckball auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Schneckball hat mit dem Boden in den Füßen. Die Treppe ist nicht schneckballsicher. Hoch. Jetzt haust du mir hier voll das Wasser ins Gesicht, ey. Nee, die Treppe, na gut, aber wenn ich... Alter, Kitzi. Ja, vor allem diese Erdtreppe da drumrum, ne? Das ist à la Brady sowas. Was soll... à la Brady, ich geb dir gleich à la Brady. Das hat er schon mal gemacht, ey. Als wir den einen Saum gefällt haben. Ja, wie soll ich denn alles da machen? Was ist das? Schätzelein. So. Das ist jetzt groß genug für euch. Ich kann aber die Insel nicht sehen. Was? Mein Dings mal höher stellen. Und jetzt? Kannst du nochmal Tag machen? Ich sehe
gar nicht das Ende vom Baum. Ich will jetzt mal hoch. Ja, dann nimm doch meine Treppe. Weil hier fehlen ja eigentlich, könnte man sich doch hier nochmal weiter hochbauen. Hier, da kommt man ja schon nicht mehr rauf. So. Gerüstbauer. Baue mich hier jetzt einfach mal hoch. Macht Kinsey jetzt Tag? Oh, soll ich Gott, Tag ist machen? Das hoch. Weiß nicht, ob ich das möchte hier gerade. Ich glaube, ich bin. Ich hab. Wow, Alter, du bist ja halb blind, ey. Ich oh mein Gott. Magic. Ja. So, ich baue Holz. Ja, ich komme ja schon. Kann ich was anderes bauen? Ganz oben oder? Nee, weiter unten. Weiter unten? Warte. Ja, aber ich kann, ich komme hier nicht mehr runter. Ich muss mich hier leider wieder runterbauen. Bitte, weil ich habe Wieso? Du kannst auch springen. Ja, von da aus habe ich aber kein Wasser, was ich erreichen kann. Natürlich. Du musst doch nur, wenn du auf der Treppe bist, musst du doch einfach nur einen Schritt weitermachen. Ich war aber nicht auf der Treppe, sondern ich habe mich woanders hochgebaut. Ja, dann bist du auch selbst in Schuld. Ja, aber da fehlt ja noch was. Da habt ihr eine Lücke gelassen. Danke, passt, reicht. Wie wär's denn, wenn du da eine Doppelkiste mit Holz mal irgendwo hinsetzt? Dann das kann sich jeder selbst bedienen. Das wäre eine richtig gute Idee, ja. Das wäre schlau, ja. Echt super schlau. Ich könnte auch eine Helle. Da denkt jemand mit. Also wenn ich hier sterbe, möchte ich auf jeden Fall mein Leben auch wieder haben, ne? Langsam sehe ich unsere Insel. Ich sehe die ganze Zeit. Ja, ich habe mein Dings ein bisschen runtergestellt. Hui. Ich laufe hier so ein bisschen rum wie Falschgeld. Und ich verhungere gleich. Ich nick mal. Das wird echt ein krasses Style. Das ist vielleicht ein bisschen groß, oder? Weiß ich nicht. Vor allem, wenn du mal überlegst. Du musst ja hier die ganzen Blätter noch dran machen. Ne? Ja, ja. Oh mein Gott, aber wir haben ja auch eigentlich viel Zeit. Ja, das ist echt viel Zeit. Ich meine, theoretisch könnte man ja auch schon mal anfangen, da Blätter ranzudingsen, oder? Ja. Ja klar, kann man ja unten direkt anfangen eigentlich. Ja. Habe ich diese scheiß Laterne nicht abgebaut. So, mal gucken, sag wo du anfangen würdest. Mal gucken, ob ich jetzt von hier oben das Wasser treffe, ey. Geronimo! Ja, getroffen. Hat ungefähr 5 Sekunden gedauert, bis ich unten war. Och ja. Sag mal, wie hoch. Ich gehe auf jeden Fall die Treppe, ey. Wir müssen den heute ja auch noch schaffen. Er baut hier so einen fetten Stamm, der 200 Meter hoch ist. Und wir haben ja, ist er schon. Das ist ja erstmal eine Treppe nur. Also ich bin auf 128. Ah, okay, ich mach langsam Blätter, ne? Ja, ich hab, muss ja nicht mehr. Lass uns mal irgendwo anfangen hier, aber wo? Ich hab mal, hier wo unten anfangen. Ja. Auf welcher Höhe? Du kannst ja auch. Man muss auf jeden Fall noch drunter kommen, um die Geschenke einzusammeln. Das heißt, kannst du ganz große Geschenke drunter legen. Man steht ja quasi auf dieser Ebene. Geschenk. Wieso kommt? Du kriegst keins. Auf was? So. Krieg ich diese Höhe die Route? Hier? Oh mein Gott, das ist echt sau hoch. Alter Schwede. Ich sollte was essen. Denkt ihr auch alle schön ans Essen, liebe Kinder? Ja. Essen, guter natürlich. Du hast eine Diamond Chest. Du hast es ja ganz dicke, wa? Oh, etipetete. Muss sein. So, jetzt brauche ich mal hier, guck mal. Ich glaube, ich habe meine Treppe verkackt hier. Scheiße. Wenn das so eigentlich okay, oder? So? Aber ich weiß nicht, ja, die Höhe ist, glaube ich, gut, aber wie weit müssen wir jetzt nach hier raus, oder? Wieso verfärben sich die? Hast du einen Wurm da reingesetzt? Wer hat da einen Wurm reingesetzt? Bitte was? Wurm? Infested. Oh, das liegt an den Blättern. Mach die mal schnell wieder weg. Hast du mir hier die falschen gegeben? Entschuldige. Weißt du, du gibst mir schlechte Herzen. Das krieg ich hier vergammeltes Laub. Das hast du aus einer Kiste genommen.
Nein, das habe ich im Inventar gehabt. Ja, nachdem du es aus der Kiste genommen hast, richtig. Oder nicht? Nein. Hä? Ich habe nichts aus der Kiste genommen. Aber ich habe ein Hä, ist das denn noch da, wenn du das... Das ist alles komplett infestet, ne? Ja, ist es. Warte, ich mach richtiger. Die Treppe ist oben ein bisschen defekt, weil ich irgendwie verkackt habe, die Treppe zu bauen. Nur zur Info, nicht, dass ihr euch wundert. Ach, da sind auch... kann ich mir die Blätter jetzt... Nee, kann ich nicht. Nee. Er kriegt Blues das Leaves. Ja nicht... Er kriegt das ja nicht hin. Ich guck mal, was wir hier noch so für Zeug haben. Ich bin doch schon dabei. Ich bin ja brav am Baum. Also die Spruce kann ich jetzt nehmen, ne? Ja. Aber okay. Da sind, glaube ich, noch ein paar infestet dabei. Muss man gerade mal zerstören gehen. Da. Wir haben echt schon bald Weihnachten, ne? Ja, krass, gell? Habt ihr euch schon alle schon Geschenke gekauft? Dann mache ich am letzten Tag. Ja. Weiß nicht, so weit? Also muss ja schon ein ganzes Stück. Das wird ja oben immer dünner, oder? Ja, eben. Also deswegen, du musst ein ganzes... Dadurch, dass der so extrem groß ist... Ich meine, zur Not können wir ja noch ein bisschen oben wieder was abnehmen, oder? Nee. Ja. ja. Jein. Gut, wir sind uns einig. Hui. Mach mal Blätter. Also ehrlich, wie kann ich denn hier in diese Better Barrels? Ach, scheiße. Da musst du raufdrücken. Ich drücke rauf mit links. Richtig. Ich verstehe. Holzbirke. So. Hässliches Holz. Ja, runterspringen? Geronimo! Das macht voll Spaß, von dem Baum da runterzuspringen, ey. Ah. Geht so. Jetzt mal gucken, wo jetzt so, noch was angebaut wird. Gibt's jetzt Leaves hier für mich? So, jetzt will ich, aber ich mach jetzt einfach mal den Cheat. Oh, cool. Oh, ich hab, hier, guck mal, was ich habe. Was hast du denn? Ach, krass, ja. Da ist noch einer. Klack, 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 klack. In der Kiste? Ja, drin in der Kiste. Drin? Wo die Säge ist. Oh Mann, wie einfach hätten wir den Baum hochziehen können. Ja. Ach so, den... Wieso habt ihr den nicht einen Schnur gemacht? Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Ich hab mit der mittleren halt angefangen. Oh, guck mal, hier oben sind, wir sind schon auf Wolkenebene hier oben. Ich finde die Kiste nicht. Was für die Kiste? Ist dabei, wo Holz und so ist. Holz, Gras. Ah, okay. Ja. Warte mal. Aber ich weiß halt nicht, am Rand muss man. Da fehlt ja auch noch einer. Halt noch wieder was abmachen, oder? Ja, aber das kann man ja hinterher easy machen, oder? Denke auch. Aber erstmal grob halt. Haben wir jetzt irgendwo noch eine Holzkiste, ja? Ich hab da nicht eben so zugehört. Holzkiste, wieso? Gut, ja. Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Erst gucken, dann fragen.